Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Mayalitech. Heute geht es um den Devolo WLAN Repeater Plus. Nicht? Genau, um den geht es. Wir haben ihn hier auch schon einmal vor uns liegen. Ein ja nicht ganz so kompakter WLAN-Repeater, aber er hat eine Menge verbaut. Deswegen braucht er auch ein bisschen größeres Gehäuse als die kleinen WLAN-Repeater, die ihr sonst vielleicht seht. Aber ihr verliert vor allem auch keine Steckdose. Das ist nämlich ein Das ist Riesenvorteil. richtig Also cool. wenn ihr das schon mal abzieht, dann ist der gar nicht mehr so groß. Lass uns erstmal zum Lieferumfang kommen. Okay, zum Lieferumfang. Sehr gute Idee. Der Repeater ist übrigens drin im Lieferumfang. Genau. Und Papierkram halt, Genau, ne? und Papierkram, Hier ist die also eine Verpackung. Installationsanleitung und so ein bisschen Sicherheitshinweise. Aber Installationsanleitung könnt ihr auch über die App dann nutzen. Genau. Aber was ich hier gerade noch auf der Verpackung sehe, entwickelt in Deutschland. Das ist ja auch immer ganz cool. Es gibt 3 Jahre Garantie. Und Devolo stoppt die WLAN-Schwäche, denn ihr könnt mit dem Repeater euer WLAN verstärken, ganz einfach. Genau, verstärken und erweitern, also damit Genau. ihr in Regionen eures Haushalts WLAN-Empfang habt, wo ihr vielleicht bisher gar keinen oder Vielleicht nur im sehr schlechten habt. Garten, wenn Genau, man da ein also bisschen sie ist nicht versteckt hat. outdoor geeignet, die Steckdose hier, also nur an die Wand zum Garten hin bitte nutzen. Wie eben schon erwähnt, verliert ihr halt keine Steckdose, da hier in dem Repeater auch eine Steckdose verbaut ist. Ihr habt zusätzlich auch noch zwei LAN-Anschlüsse, das heißt, ihr könnt damit tatsächlich auch kabelgebundene Geräte versorgen und es gibt zwei Tasten auf dem Repeater, womit ihr bestimmte Funktionen aktivieren oder deaktivieren könnt. Unter anderem auch wichtig für die Einrichtung, weil da kommen wir jetzt auch demnächst noch dazu, wenn wir jetzt den Lieferumfang geklärt haben und einmal ums Gerät gekommen sind. Also bleibt dran, dann seht ihr auch noch, wie wir das Teil hier einrichten. Aber viel mehr gibt es tatsächlich zur Hardware gar nicht zu erzählen. Ihr habt hier von Hause aus schon mal ein WLAN-Netz eingerichtet, aber das könnt ihr natürlich dann an euer Netz zu Hause anpassen. Der Repeater soll es ja auch primär erweitern. Dieser Repeater kann aber, wenn ihr zum Beispiel schon ein Devolo-Mesh-Netzwerk zu Hause habt, auch das Mesh-Netzwerk noch erweitern. Also es ist nicht einfach nur ein Repeater, der natürlich in jedem WLAN funktioniert, egal welches WLAN ihr jetzt zu Hause habt. Aber habt ihr zum Beispiel schon ein Devolo-Mesh-Netzwerk zu Hause, kann dieser Repeater auch als Access Point für dieses Mesh-Netzwerk genutzt werden. Und mit bis zu 1200 Mbit pro Sekunde. Also wird auf jeden Fall ausreichen für die Genau. meisten. Auch natürlich ist 2,4 und 5 GHz Netzwerk hier verfügbar. Wi-Fi 5, also ihr seid da auf einem guten, soliden technischen Stand. Genau, und mehrere Endgeräte werden auch gleichzeitig versorgt mit der maximalen WLAN-Kapazität dank Multi-User MIMO. Das zu den Sachen, eigentlich haben wir alles. Hier gibt es ja auch nichts mehr Besonderes zu sehen. Nein, was soll es auch noch großartig geben? Ich würde sagen, wir stecken es jetzt mal in die Steckdose und richten den Repeater ein. So, da sind wir jetzt auch an einer passenden Steckdose angekommen und stecken den Devolo Wi-Fi Repeater Plus mal direkt rein und gucken, ob wir beide das Ganze hinbekommen und einrichten können. Genau, also ihr habt ja zum einen die Papieranleitung im Lieferumfang enthalten. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch per App einrichten. Dafür müsst ihr einfach nur die Devolo Home Netzwerk App runterladen und dort gibt es den Menüpunkt Produkt hinzufügen. Und dort taucht auch der Repeater Plus auf. Installation eines neuen Devolo Repeater Plus AC. Den haben wir eingesteckt, das ist richtig. Und jetzt müssen wir kurz 80 Sekunden warten, bis er komplett hochgefahren ist. Und dann können wir mit der Einrichtung fortfahren. Weil wir sehen jetzt ja hier schon einmal ein rotes Leuchten und sobald das blinkt, geht's los. Oh, blinkt! Genau, nach 8. Und die WLAN-Taste leuchtet auch schon weiß auf. Genau, also das heißt, das WLAN an sich ist auch schon aktiv, aber aktuell noch das eigene WLAN des Repeaters. Damit können wir Genau. nicht wirklich viel anfangen. Wir gehen jetzt einfach in der Einrichtung hier weiter. Ja, es blinkt rot, das heißt, wir können das Ganze bestätigen. Und jetzt werden wir auch gefragt, ob wir den WPS-Knopf auf dem Router benutzen wollen oder den App-Assistenten benutzen wollen. Ich möchte die WLAN-Daten jetzt nicht von Hand hier eingeben. Ich möchte gerne die direkt vom Router übertragen, deswegen wähle ich diesen Punkt aus. Und dafür müssen wir jetzt einmal am Repeater die Taste, die jetzt rot blinkt, kurz drücken. Und jetzt sehen wir, blinkt diese weiß. Und jetzt heißt es am Router kurz die WPS-Taste drücken. So, der Marco hat jetzt eben die WPS-Taste gedrückt an seinem Router und jetzt gucken wir, ob das Router jetzt funktioniert. Wahrscheinlich wird es dann nicht mehr blinken, sondern leuchten durchgehend, denke ich mal. Das Häuschen hier unten, die Haustaste, die sogenannte. Genau, jetzt müssen wir einen Augenblick Geduld haben. Das sagt uns die App auch an dieser Stelle. Während wir jetzt warten, können wir ja nochmal ganz kurz auf die Punkte eingehen, die ich persönlich jetzt ganz cool finde, aber ich denke mal, wir beide. Wir können halt hier einfach wirklich noch was in die Steckdose reinstecken. Das finde ich ja halt wirklich cool, weil da gibt es viele Konkurrenzprodukte, die nicht daran denken, dass man die Steckdose vielleicht noch weiter benutzen möchte, während man diesen Repeater drin hat. Dann die zwei LAN-Zugänge, finde ich auch supi. Also. Genau, es ist im Alltag wirklich sehr, sehr praktisch, dass man halt
Wenn man das irgendwie zum Beispiel hinter dem Fernseher anbringt, dann hat man vielleicht noch einen Blu-ray-Player oder irgendwas in der Richtung, was oftmals kein WLAN hat, kann man das hier direkt mit verbinden. Es wird natürlich trotzdem über WLAN im Endeffekt verbunden, das Gerät, weil natürlich der Repeater nur über WLAN kommuniziert, nicht wie andere Devolo-Produkte über Powerline, aber wir sehen, jetzt gibt es hier eine Veränderung. Ich schaue mal in die App, was das genau bedeutet. Soweit ich weiß, wäre es auch am besten, wenn ihr euren Router vielleicht in der Mitte eures Hauses, eurer Wohnung habt, glaube ich, ne, sagt man immer so, und dann halt mit den Repeatern euch dann so ein Netz da baut. Wie gesagt, zum Glück ja auch Mesh-fähig. Ah, jetzt leuchtet es aber durch, jetzt blinkt es rot und das Häuschen auch wiederum weiß. Also ich glaube, das ist fertig. Heißt gut. Ja. Heißt gut. Die App sagt mir jetzt auch, ihr Repeater ist konfiguriert, um, jetzt steht hier mein WLAN, zu erweitern. Der Button, der Häuschen-Button, auf Ihrem Devolo Wi-Fi blinkt weiß und rot. Das bedeutet, dass die Verbindung nicht optimal ist. Versuchen Sie ihn näher am Router zu platzieren. Jetzt haben wir die Option, den Router neu zu positionieren. Das heißt, die App hilft einem dabei, auch die perfekte Position für den Repeater zu finden, sodass ja, ihr die optimale Abdeckung in eurem Haushalt habt. Und überall starkes WLAN-Signal. Genau, wir überspringen das jetzt an dieser Stelle mal, denn wir wollten euch hier einfach nur einmal die Einrichtung zeigen. Und wir können jetzt den WLAN-Repeater tatsächlich schon nutzen, auch wenn die Verbindung nicht ganz optimal ist. Das sieht man auch in der App, taucht er direkt auf in Verbindung zum Internet. Also er hat eine direkte Verbindung zum Router. Und wir können den Repeater hier jetzt auch zum Beispiel noch weiter konfigurieren. All diese Konfigurationen kann man auch im Webinterface vornehmen. Das heißt, man kann, wenn man dann doch ein anderes WLAN am Repeater rausspucken möchte, kann man das auch anpassen. Man sieht jetzt hier auch schon, dass zum Beispiel das 2,4 GHz Netz optimal gerade beim Repeater ankommt, nur das 5 GHz Netz nicht. Also man kann hier verschiedene Sachen in der App einsehen und wie gesagt auch einstellen. Somit kann man... Updates kann man bestimmt dort auch raufladen mit Hilfe genau. der App. Es gibt die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren, völlig korrekt. Man kann aber auch einfach sagen, dass sie automatisch erfolgen soll, die Updates. Man kann sich den Status, wie gesagt, des Repeaters angucken. Und es ist auch möglich, hier jetzt das Mesh-WLAN einzurichten. Also dank der App habt ihr wirklich komplette Übersicht über die Einstellung eures Repeaters und könnt die gegebenenfalls auch anpassen. Wie gesagt, einer der Punkte ist auch das Neupositionieren des Repeaters, sodass ihr wirklich den Repeater optimal nutzen könnt. Damit kommen wir auch direkt zu unserem Fazit, würde ich sagen. Wir haben ihn ja auch schon vorher die ganze Zeit genutzt. Wir wollten euch jetzt nur zeigen, jetzt leuchtet es auch nicht, es blinkt nicht mehr rot. Scheinbar hat er jetzt... Genau, also jetzt ist auch in der App gerade die Verbindung deutlich besser angezeigt worden. Manchmal dauert es einfach einen Augenblick, also kleiner Tipp von uns, nicht immer sofort den Repeater neu positionieren, sondern vielleicht ihm einen Augenblick Zeit geben, damit er das Netzwerk vernünftig aufbauen kann. Und schauen, ob irgendwelche Updates vielleicht auch da sind und die dann erstmal installieren, bevor man dann sich Sorgen macht darum oder darüber einen Kopf macht, wo man den Router jetzt hinbringen kann oder den Repeater jetzt hinbringen kann. Ja, als Fazit auf jeden Fall, funktioniert. Dafür, also es macht genau das, was es machen soll und das für einen Preis von um die 60 Euro, glaube ich. 69,90 Euro, also 70 Euro, dafür bekommt ihr den Repeater. Ist tatsächlich vergleichbar vom Preis her mit vielen anderen Repeatern, bietet aber meiner Meinung nach mehr, weil es eben diese Steckdose hat und noch zwei LAN-Anschlüsse. An den wenigsten Repeatern findet man noch LAN-Anschlüsse. Mhm. Das ist ein großes Plus und auch das Multi-User-Mimo ist auch etwas, was man nicht in allen Repeatern findet. Wir sind zufrieden mit dem Produkt, wir können es auch weiterempfehlen und wir hoffen, dass ihr das Video interessant fandet. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch zu dem Produkt habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wir beantworten diese so schnell wie möglich. Ansonsten hoffen wir, dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Nein, was soll es auch noch großartig geben? Ich würde sagen, wir stecken es jetzt mal in die Steckdose und richten den Repeater ein. Ich freue mich. Soll ich mich erst machen? Meine Fresse, jetzt geht's los.